Alles wird gut. In großen Buchstaben steht dieser Satz über einem bunten Regenbogen. Der Enkel hat ihn mit Wasserfarben gemalt, seine Schwester mit Wachsmalkreiden, bunt, grün, blau, rot, darüber geschrieben. Sie haben den Brief an die Großmutter geschickt. Sie konnten sie so lange jetzt nicht besuchen. Und auf einmal ist sie da, diese Kraft des Geistes, die tröstet und verbindet, auch in diesen schwierigen Zeiten. Sie stärkt den Lebensmut der Großmutter. Sie freut die Eltern, die gerade so viel zu tun haben und darunter leiden und stöhnen, dass sie Haushalt und Arbeit und Homeoffice und Unterricht und Betreuung der Kinder unter einen Hut bringen müssen. Und sie zeigt vor allem den Kindern, auch in uns steckt Gottes Kraft. Auch wir können etwas für andere tun. Gottes Geist ist in den Schwachen mächtig. Das erleben wir in diesem Jahr ganz besonders. Jeder und jede von uns ist gefragt. Das beginnt ganz praktisch. Was kann ich dazu beitragen, dass der Virus sich nicht weiter ausbreitet? Wer ist einsam in meiner Nachbarschaft? Wer braucht Hilfe? Aber wie die Freundinnen und Freunde beim Pfingstfest in Jerusalem damals gefragt sind, so sind auch wir angesprochen. Woher nehmt ihr eigentlich eure Hoffnung? Und was stärkt eure Zuversicht? Vielleicht fehlt manchem von uns erst einmal der Mut, dann vom eigenen Gottvertrauen und Glauben zu sprechen. Von der Freiheit, die uns im Glauben geschenkt ist, von der Geborgenheit im Leben und im Sterben. Aber mit einem Brausen strömt Gottes Geist in unsere Herzen. Er richtet uns auf, er streicht uns die Sorgenfalten glatt und er rüttelt uns wach. Gottes Geist sagt uns zu, die Menschen werden euch verstehen, auch wenn sie aus einem anderen Milieu stammen, eine andere Bildung haben, auch wenn sie von weit her kommen und eine andere Sprache sprechen. Sie werden euch verstehen und sie werden die Kraft spüren, die in diesem Geist steckt. Der Geist Gottes führt uns zusammen in all unserer Unterschiedlichkeit. Er macht uns mutig und frei, miteinander neue Wege auszuprobieren und über sie nachzudenken. Neue Wege für unser persönliches Leben und für unsere Gesellschaft. Unter dem bunten Regenbogen gedeiht eine neue Ehrfurcht vor dem Leben anderer Menschen und aller anderen Geschöpfe Gottes. Der Mut wächst, die politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen, die die Folgen der Corona-Pandemie überwinden sollen, unter eine Überschrift zu stellen. Sie lautet: Wir suchen nach einer neuen, globalen, enkeltauglichen und nachhaltigen Gerechtigkeit. Dazu gibt uns der Geist Gottes die Kraft. Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Pfingstfest.